So, wird mal Zeit, wieder was zu lesen. Hattest du lange nicht mehr. Memorandum, ja, Wandtresor-Kombination. Alles klar, mir ist zur Kenntnis gekommen und so weiter. Aber dass es keinen weiteren Hinweis gibt auf die anderen, naja, egal. Ja. Wobei müssen wir ja nicht, weil wir haben ja da wahrscheinlich wieder so ein Symbol mit den Frequenzen drauf, mit so einem Schwert. Ja, jetzt haben wir aber Buchstaben. Ja, aber dann haben wir nicht in dem Ding mit den Frequenzen auch so ein Sword, also so ein Schwert? Ja, aber Buchstaben. Ja, aber dann kommt doch, dann eben halt Buchstaben anstelle von Zahlen, ist doch wurscht. Wird uns ja über den Radiosender, wird uns das ja alles erzählt. Okay. Glaube ich. So, denn Frequenzen. Wir haben Schwert. 220.000. Du bist gerade auch im Chat gelobt für dein Vorlesen. Das ist einfach Premium. Ja, ich stammel hier ab. Das nee, also der Chat liebt. Ah! Und wir werden auch schon was? Was passiert? Habe ich was verpasst? So, jetzt. Wir brauchen die 220.000 und es wird gerade gefragt, wie wir das Spiel bis jetzt finden. Ich find's geil. Also mir gefällt's sehr gut. Ich find's ein bisschen viel zu lesen, aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Irgendwie, das ist ja nur eine Sache des Let's Plays, ne? Irgendwie. So, Transkription. 1-0. Ach du Scheiße. Ja, 10485. 10485, ja. Und? Ja, dann ist es eben halt der Buchstabe 10. Was ist denn der 10. Buchstabe im Alphabet? Na, vielleicht eher der. So. Nee, weil eine 0 gibt's ja nicht. Na, dann zähl mal durch. Ja, weiß ich doch nicht. A, B, C. Hast du die Nummer aufgeschrieben jetzt? Ja, ja. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Jetzt weiß ich, ich kann mir sowas nicht merken. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J. Haben wir ein J? Nope. Fängt schon scheiße an. Hä? 1, also 10485. Oder haben wir noch irgendwie ein anderes Ding, was Zahlen in Buchstaben ummodelt? Ansonsten wäre das A. Weiß ich jetzt nicht. A. Also vielleicht finden wir tatsächlich noch irgendwie so ein Transkriptionsblatt irgendwie, wo Zahlen in Buchstaben umgesetzt sind oder so. Ja, vielleicht haben wir es noch nicht, weißt du? Achso, ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon hatten oder nicht. Das weißt du eher als ich. Passt du nicht auf? Doch, aber ich bin manchmal abgelenkt. Also ein bisschen. Manchmal. Okay, können wir sie vielleicht darauf ansprechen nochmal? Hey, du! Nein, sie hat Angst. Ich will nicht sterben. Tja, das will keiner. Mäuschen. Okay. Dann schauen wir mal erstmal unten nach. Zu. Und hier noch die Tür in der Mitte. Offen. Treffe ich sie von hier oder schieße ich an die Tür? Na, bist du denn? Ich stehe oben. Ach so, okay, du bist da oben. Nachladen. Ah, jetzt wird es aber ein bisschen hektisch. Ja, jetzt ist er schon anders. War nicht mehr so routiniert wie vorhin. Nee, das Problem ist halt tatsächlich irgendwie, dass du halt nicht gesehen hast irgendwie, oder man du konntest, oh, aber auch ziemlich viel Munition hier, dass du sie tatsächlich erst um die Ecke kommen lassen musst. Und dann ist es natürlich schwierig, so mit lang anpeilen irgendwie. Schrotflintenmunition, jawoll! Die Schlunzenmoon. 3 Stück, wunderbar. Ja, obwohl du die ja weggepackt hast, die Schrotflinte. Ja, für nachher. Reparaturflicken. Hier oben ist auch noch Munition. Wunderbar. Haben wir denn jetzt schon mal irgendwie... Also regeneriert sich unser Leben oder... Na, du siehst ja auf der linken Seite hast ja deinen Status. Ja, der ist ja noch blue. Blue, würde ich jetzt behaupten, ist noch okay. Hm. Ja. Also, wäre jetzt so... Ich meine, du kannst ja auch mal so ein Medipack nehmen, weil wir haben ja genug davon. Nein, wir wollen jetzt hier nicht asen. Keine Veränderung, ne? Achso, hast du genommen? Nö. Dann ist... Okay. Dann ist wirklich unverändert. Also, wenn wir vorher 5 hatten, haben wir immer noch 5. Hat sie keine genommen. Kann sein. Achso, warte mal. Man muss sie ja gedrückt halten, ne? Aber gut, muss ich jetzt nicht machen. So, ich funke hier immer noch lustig vor mich hin. Ja. So, aber damit hören die mich natürlich aber auch, wa? Kann es sein? Was könnte das sonst noch sein? Da ist so, da ist so. Okay, gut, dann probiert man nebenan, eventuell hier nochmal was aufzumachen. Hier ist zu, natürlich, das ist ja klar.
Warte mal, ich werde mal die Schrotflintmunition ablegen, damit ich ein bisschen mehr Inventar habe. Ich bin noch am Knobeln wegen dem Passwort vom Save. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt knackig irgendwie. Also mein einziger Ansatzpunkt wäre jetzt auch nur gewesen, irgendwie die Buchstaben oder die Zahlen tatsächlich Buchstaben zuzuordnen. Und wenn die 0 jetzt quasi ausgelassen werden müsste, beispielsweise, ne? Also wenn du jetzt sagst 1 leer und. Was? Die sind doch bescheuert, Alter. Wie waren vorher das Tastenfeld? Ist da von oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Dann muss man doch einfach nur die Buchstaben einfach drücken. Also man denkt sich mal jetzt die Buchstaben weg irgendwie und man denkt, da sind Zahlen. Dann kommt nachher vielleicht Würznaht raus oder wird drauf geschissen irgendwie. Das können wir ja nochmal ausprobieren. Also das wäre jetzt mal meine Idee. So, Auto-Injector. Den packen wir auch weg. Shotgun-Shells. Ja, das könnte man natürlich, ja klar, kann natürlich sein, ne? Also, da sagst du was. Da sag ich was. Alter, wir haben ja keine Munition mehr. Krass. Ja, weil du eben halt so viel rumschießt. Da soll ich's ausdiskutieren? Ja, also erstmal zum Tee einladen und sagen, hallo, ich bin der Steve. Genau. Ich spiele gerne Horror Games. Ich bin eine Eule. Genau. Schön, dass du da bist. Was sind so deine Hobbys? Genau. Lesen, malen, reiten. So, okay, gut. Dann hau mal raus, die. Kombi. Also wir hatten die 10485. 10485. Schade. So, warte mal, jetzt will ich mir ganz kurz mal was gucken, weil ich habe jetzt aufgeschrieben 1, also A, D, H, E. Haben wir überhaupt alles dafür da? A, das D ist schon nicht da, okay. Das H wäre da und das E wäre da. Aber das D ist nicht da und das A haben wir auch. Könnten wir, aber dann macht es gar keinen Sinn. Nee, schade, okay. Dann habe ich keine Idee. Es muss ja irgendwas mit der Kombination zu tun haben, die wir über das Schwertsymbol bekommen haben. Über die 20.000 oder über die 220.000er Frequenz. Also über die Zahl. Und die Zahl muss damit irgendwie zu tun haben. Ja. Yeah. Sag mal nochmal kurz, nicht, dass ich mich jetzt verdrückt habe. 1. 1, 0, 4, 8, 5. 8. Das wäre die 5. Ist das vielleicht anders? Nee, aber die 1 war hier oben, ne? Das war 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht andersrum, ne? Wäre auch Quatsch. Das war, glaube ich, alles so zusammen. Das stimmt schon eigentlich. Also nicht, dass die 1 hier unten gestartet ist. Nee. Oder hier. Das ist auf gar keinen Fall. Die war oben links, da wo das A ist. Aber nee. Weil wie gesagt, ich hätte jetzt, wenn ich die 0 weglasse, A, D, H, E. Aber uns fehlt das D. Was kommt dann raus? Da kommt A, F. Was war denn die 8 war, ne? Nee, 1, 0, 4, 8, 5. Also A, F, N, H, E. Affne. 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 Was kannst du aus Affne, also kannst du irgendwas zusammenwursteln? Ein Wort? Was war das so? Warte mal. Da fehlt ein Wort, dann können wir mal Negro schreiben. E. Katzenpower. Was? A, F, N. Achso, H. H, E. Man könnte auch Akne schreiben. Affne. Okay. Nee. Oder Schnitzneckbrr. Kacke. Mist. Fahne könntest du draus machen. Fahne? Mhm. Weil du hast das F, weil du hast A, F, N, H, E. So, dann kannst du F nach vorne, A, leider nicht. H, N, E. Hat gerade gemacht. Nicht schade. Leider. Könnte Zahn machen? Ja, dann Z haben wir ja nicht drin. Also doch, nicht in meiner, ja bei dir, aber nicht in dem Buchstabensalat, den du mir gerade gesagt hattest. Rabe? Rabe wäre da schön eigentlich. So, ja, aber Vogel? Vielleicht müssen wir dann doch nochmal weiter gucken. Also ist das vielleicht da... Schade, es wäre schön gewesen. Ja. Dave lacht sich schön ins Fäustchen. Ja, wahrscheinlich nicht. Idioten. Seid unwissend.
D-H-E, nee, aber das funktioniert ja auch nicht. Oh. Von mir ist nett. Ah, guck mal, können wir hier die Unendlichkeitsplatte einsetzen? Ja, hier war noch so ein Zeichen drauf. Sonderzugang. Das sieht gut aus. Hast du schon wieder was eingesammelt? Habe ich schon wieder was vergessen? Habe ich schon wieder hier... Alter, das war in der Schmetterlingskiste drin. Da war, ja, da, aber das war doch dieser... Ja, okay. Also das weiß ich ja. Da war ja der Gestein drin, den wir dann gefunden haben, wo wir auf einmal ganz woanders hin teleportiert wurden. Richtig, der Ewigkeitsstein. Das war der Ewigkeitsstein. Ja, und der hatte diese Sterne drauf. Warte mal, ich lese mal kurz was, weil ich hab mal wieder Bock zu lesen. Oh, ja, warte, warte mal. Guck, ja, mal, guck mal. Schwert. Was ist das? Ja, aber... Hä? Schwert. Okay. Will der mich verarschen? Das ist genau das, was wir... Nee, warte mal. Das sind aber andere Buchstaben. Die sind anders an... Alter, du kleine, miese... Okay, warte. Dann brauchen wir... Dann ist es A. E. 4 ist... 1, 2, 3, 4 ist ein H. Will der mich verarschen? Das ist jetzt genau das, was du gemacht hast, oder? 4, 8 ist, ja, 8 ist Fragezeichen, geil. Bei 8 haben wir ja auch keinen Buchstaben, aber dann können wir nur noch den nehmen, wie der übrig bleibt. Und die 5 ist dann S, also leer und S. Das heißt A, E, H, leer, S. So, und ich werde mir mal noch vorsichtshalber die Buchstaben aufschreiben, die verfügbar sind. A, N, B, auch in der Reihenfolge. A, S, R, Z, leer, K und ein E. Gut. Probieren wir es. Dann können wir nämlich gleich alle abgleichen. Und dann wissen wir, es ist A, E, H, irgendwas. Wenn das nicht mal leicht von der Lippe geht. Das ist ein Scheiß. Ah, so, okay. Dann müssen wir noch eine Kiste finden, hier für, dass wir hier die Sterne mitnehmen. Ja, die haben wir hier vorne. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr so, gut. So, also. Also, auf jeden Fall ist es ein A, ein A, E, E, ein H wie Heinrich. Ach, scheiße. Also, A, E, A, S. A, nein. A, ja. Emil, ja. Heinrich. Hatte ich doch davor. Jetzt kommt das Fragezeichen und das Fragezeichen ist, lass mich kurz gucken, A, N, W, H, S, R, Z, K. Dann ist es das F. F und S wie Siegfried. Woo, that's it. Nice, Penny. Ich muss ja auch mal ein bisschen was beitragen, ne? Kann ja nicht immer nur du hier. Das ist ein wichtig. Oh, ein Auge. Da ist ein Auge dabei. Achso, wir haben ein Auge gefunden. Wie schön. Ein eidetisches Modul. Ja, das nehmen wir. Aufgehoben. Ja, Krematoriumschlüssel. Nice. Schön. Das ist genau da, wo wir hinwollen. Nicht. So, das heißt, jetzt holen wir uns noch die Platte. Ich gehe nicht so eine Platte. Was? Achso, ich muss erst nach oben hier wieder. Okay. So, ich hoffe, dass jetzt da nicht wieder 1000 Feinde plötzlich wach werden und sagen, hallo! Na, hast du denn auch schon nachgeladen? Nicht, dass du wieder vergessen hast, nachzuladen, ne? Ich habe keine Munition mehr zum Nachladen. Dann müssen wir zurück zum Projektor und zur Mensa. Wir kommen da nicht hin. Da hast du jetzt ein Problem. Weil der Fahrstuhl hat ja quasi unsere Karte gefressen. Stimmt, ja, da war ja was. No. Okay, so, okay, das Fotomodul. Wollen wir das Fotomodul erstmal ein altes fotografisches Speichermodul? Erlaubt das Aufnehmen von bis zu 6 visuellen Erinnerungen. Extrem veraltet, aber könnte noch nützlich sein. Da ja. Können wir ja auch, glaube ich, erstmal einlagern, oder? Ich würde auch sagen. Meinst, brauchen wir das gleich? Ich würde es erstmal einlagern, aber dafür würde ich ganz gerne mal diese Platte mitnehmen, weil die hat nämlich auch diesen Stern drauf. Ja, aber nur einen. Du hattest vorhin was von 3 erzählt. Egal, nimm mal mit. Wir probieren es aus. Waren da nicht 3 Sterne? Aber egal. Ja, aber Stern ist Stern. Und die Form war ja ebenfalls so diese Sechseck.
Also, ist für mich jetzt erstmal die... Stern ist Stern. Ist der neue die Idee naheliegend, dass das hier eventuell hinkommt. Ja, du wirst auch recht haben. Also wirklich, du wirst wirklich recht haben. Das wird schon passen. Kann hier nicht benutzt werden. Nee. Warum nicht? Nee, du wirst halt dann halt nicht recht haben. Ist ein blöder Sack, Alter. Die Oberfläche scheint aus glattem, polierten, schwarzen Marmor oder Granit zu bestehen, der etwas Weiches oder Feuches umschließt. Aha, schön. Ja. Können wir... Ach komm. Nee, achso, ja, das passt ja denn da nicht rein, stimmt. Also gut, das ist halt auch nicht technisch, ne? Aber kannst du die anderen Sachen bewegen? Kannst du die irgendwie drehen? Feuerschlüssel, wir brauchen die einzelnen Schlüsselkarten. Oh no. Goldschlüssel. Wasserschlüssel, Alter. Und Luftschlüssel. Oh, jetzt Elemente-Schlüssel finden, ey. Okay. Aber ach, war eine schöne schade, Idee eigentlich, Alter. Gedacht mit dem Stein. Schade. Das ist vielleicht... Ist mir egal. Gott, der steht ja schon wieder auf. Ja, willst du mal so einen Elektroschocker mal mitnehmen? Vorsichtshalb, Bären? Wenn du schon keine Munition mehr hast? Na, da, ich sag jetzt einfach mal, man muss so wissen, wann man rennen soll. Stimmt auch wieder, hat der Dave drauf hingewiesen, ne? Man muss auch ab und zu mal wegrennen. So sieht's aus. So, okay, dann schauen wir nochmal kurz. Wo sollen wir hin? Waiting Room. Na, warte, wir haben doch jetzt noch eine Karte. Du hast doch jetzt noch eine Karte gefunden von dem Krematorium. Ja, ich sehe aber nirgendwo, wo Krematorium-Zugang ist, ne? Weil die ja, aber wir haben hier unten noch, beim Elevator haben wir ja noch eine graue Tür, die wir noch nicht erkundet haben. Ja, und hier beim Lock auch, ne? Also im Nebenraum. Siehst du beim Lock auch? Siehst du, okay. Mach mal safe. Save it. Safe. So, okay. Und? Okay, also man kann so eigentlich gut umrennen. Okay. Was ist eigentlich das hier in der Mitte? Kannst du das irgendwie auch angrabbeln? Nein, das ist Kunst. Okay. Das ist Quatsch. Das geht nicht. Don't touch it. Oh, Mann. Die Ringung von der anderen Seite, okay. Verschlossen. Hm, Pumpenraum. Da kommt was. Alter! Achso, ist der Schatten meine Fresse. Ich dachte, wie groß ist denn das Vieh? Ja, hat sie jetzt nicht interessiert. Alter, flink ist er. Also mich würde es nicht wundern, wenn die irgendwann auch wieder aufstehen können, ne? Und du dann nicht mehr so zutreten kannst. Ja, wahrscheinlich. Pumpenraumschlüssel, schön. Haben wir gerade gesehen. Wunderbar, dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir hier runter? Nee. Möchte ich hier überhaupt runter? Der Boden ist weggebrochen. Ich kann das untere Stockwerk durch das Wasser sehen. Ich könnte vermutlich sicher runterspringen, wenn es nicht überflutet wäre. Alles klar. Naja, ich lehne mich weit aus dem Fenster, sagen wir müssen in den Pumpenraum. Vielleicht? Maybe. Maybe. Wer würde sowas sagen? Also. A, B, C. Und dann wieder zurück. Wasserspeicher, Ausgleichsanleitung. Na bitte, Alter. Wenn Tank A voll ist, kannst du den Wasserspeicher so ausgleichen. Fülle Tank B, kannst du glaube ich gleich mitschreiben, Benny. Oder machst mal ein Foto davon, das wirst du mir wahrscheinlich gleich vorlesen dürfen. Alter. Fülle Tank B, dann Tank C nur mit Wasser aus Tank B. Bewege das Wasser aus Tank C zurück nach Tank A, fülle Tank C nochmal mit dem Rest des Wassers aus Tank B, dann fülle Tank B mit Wasser aus Tank A wieder auf. Fülle nochmal Tank C mit Wasser, nur aus Tank B auf, dann bewegt es zurück nach Tank A, klar. Falls also ich dachte, ich bin aus der Schulzeit raus mit Textaufgaben und so. Ja, das wissen wir spätestens seit Stopp langsam 3. Falls du dich vertust, stecken bleibst, füll einfach alles wieder zurück nach Tank A und fang von vorne an. Genau, warte, jetzt muss ich mir das aber nochmal kurz durchlesen, weil das muss ich dir wahrscheinlich jetzt gleich doch vorleben, wa? Mach ein Foto und lies mir einfach vor. Ja, ich hab's ja hier. Kannst du in welcher Fall so ausgleichen? Fülle Tank B, dann Tank C nur mit Wasser aus Tank B. Bewegt das Wasser aus Tank C zurück nach Tank A, fülle Tank C nochmal mit dem Rest Wasser aus Tank B, dann fülle Tank B mit Wasser aus Tank A wieder auf. Fülle nochmal Tank C mit Wasser nur aus Tank B auf und bewege es zurück nach Tank A. Weißt du, dich vertue? Okay, gut, habe ich ja. Mhm. Naja, wir machen das. Das machen wir jetzt auch noch hier? Naja, direkt, Alter. So, dann bitte. Also, ne, fülle Tank B. Aus Tank A oder was?
Nur hier steht nur Fülle Tank B. Muss ja dann aus Tank A kommen, weil von woanders kommt, kann ja nichts kommen. Nee, denn von da nach unten, also von A, nee. Links, ganz links. Nein. Ja, das, ach so, ach hier. Nein, da. Genau. Und jetzt füllst du nur von Tank B zu Tank C. Genau, und wenn der jetzt voll ist, der Tank C, ja? Fülle Tank, warte. Mit Wasser aus Tank B. Bewegt das Wasser aus Tank C zurück nach Tank A. Also jetzt von A nach C. Nee, von C nach A, Entschuldigung. Naja, jetzt ist jetzt die Frage, soll ich hier runter oder hoch machen? Nee, von C genau so. Genau, so, jetzt gehst du wieder auf Tank. Warte. Fülle Tank C nochmal mit dem Rest des Wassers. Genau, und jetzt fülle Tank C nochmal mit dem Rest des Wassers aus Tank B auf. Dann... Genau, jetzt warte, bevor du jetzt weitermachst. Dann fülle Tank B wieder mit dem Wasser aus Tank A wieder auf. Komplett. Nein, andere, genau. Warte, jetzt muss ich mal kurz, wo bin ich jetzt gewesen? Warte. Tank B mit Wasser aus Tank A wieder auf. Füll nochmal Tank C mit Wasser nur aus Tank B auf. Also von B nach C. Und dann beweg es wieder zurück nach Tank A. Jetzt von Tank C zu A. Perfekt. First try. So sieht's aus. Völlig intuitiv, Alter. Also wäre ich jetzt alleine gewesen, hätte ich jetzt x-mal diese, also entweder ich hätte es mir aufgeschrieben irgendwie oder ich hätte jetzt x-mal in die Dokumente blättern müssen. Ja, das, ich hätte es auch alleine nie hinbekommen. So, Flutwasserabflusssystem, Fehlfunktion, wunderbar. An alle Krankenflügel Aras. Aras ist ein Vogel, wa? Aras? Ja. So, Chat, ihr könnt mal reinschreiben, was ein Aras ist. Also ich weiß, dass es ein Vogel ist, aber ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Die automatischen Ausgleichspumpen im Flutwasserabflusssystem sind scheinbar immer noch kaputt, was die ganze untere Stockwerke unter Wasser gesetzt hat. Weil wir unsere Reparaturarbeiten momentan auf das Ostflügeltreppenhaus fokussieren, muss der Wasserdruck des Abflusssystems derzeit von der Steuertafel aus manuell ausgeglichen werden. Um das Wasser abzupumpen, stelle sicher, dass und so weiter, haben wir eigentlich gerade komplett gemacht. Irgendwie, du kannst das Wasser, den Wasserstand und den Tanks und der Steuertafel ansehen mit den Knöpfen. Unten an der Tafel kannst du das Wasser zwischen den Tanks und dem Luftdrucksystem hin und her bewegen. Es kann etwas mühsam sein, die beiden Tanks auf der Art auszugleichen, weil du immer nur das gesamte Wasser aus dem Tank bewegen kannst, außer die Ziertank ist voll. Ohne die Pumpe füllt sich nur Tank A von selber auf. Na, was hätte ich denn jetzt ohne dieses Wissen getan? Im Nachhinein. So, jetzt könnte ich eigentlich hier hin. Warte mal, ach nee, Quatsch, eine höher. Ach, Bitch, bitte nicht. Da steht wieder jemand auf. Ich weiß, ich will mal ganz kurz hier schauen, wo ich hier ankomme. Ah, hier sind wir. Beim okay. Fahrstuhl. Bei die Elevator. Die Elevator. So, nochmal, kann ich hier vorne nochmal kurz. Death Parade, danke, dass du reingeschaltet hast. Vielen Dank, Death Parade. So, mal weg. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Oh, was war da? Was ist das? Ah, Steckschlüsselgriff. Wunderbar. Das sieht mir nach einem Key-Item aus. Nehmen wir. Reparaturspiel nehmen. Nehmen wir auch. Yes. Achso, das sind die Aras. Aras sind große Papageien, wird hier gerade geschrieben von Herr Junger. Aha. Herr Junger, hallo. Wann bist du denn hier am Start? Bist du die ganze Zeit im Lurken oder was? Doch, stimmt. Oder hast du schon was geschrieben und wir haben es nicht mitgekriegt? Ah, lass mich in Ruhe. So. Ja, jetzt runterhüpfen. Let's get it jump, down, baby. Jump. Oh, das sieht nach einer Karte aus. Jawoll, Wasserschlüssel. Ach, das sieht mir nach dem Rohling aus. Wie Rohling wird? Nee, doch nicht. Na, wir haben doch oben so eine Maschine, wo wir den Rohling, Ach ja, können. Stimmt. Einführen können. Fast, das jetzt. Aber nee, eigentlich ist sie ja schon geprägt. Ja. Hab gerade zum Essen eingeschaltet. Da oben läuft jemand. Können wir eigentlich sneaken? Oh, guck mal, hier kommen wir über eine Treppe hoch. Kannst du dich auch nicht verstecken vor denen, also. Hä? Also, glaube ich, oder? Kannst du dich verstecken? Das wäre auch eine Option. Ich glaube nicht. Also, die sehen mich zwar hinter Objekten nicht. So, oh. Wenn ich leise bin, hören sie mich nicht.
Das ist natürlich ein großer Vorteil. Munition! Kannst du nicht mitnehmen? Kein Platz. Oh, kein Platz für Schlüssel im Rolling. No, Alter. Nein. Du hast die Dings noch im Inventar, wa? Die Platte. Vielleicht sein? Ah, ich hab hier so ziemlich alle Tier im Inventar. So, nee, hast du nicht mehr. Repair Patch, Repair. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt über die Treppe nach oben komme. Das ist aber ärgerlich jetzt. Das ist nicht. Das ist ärgerlich. So. Ja, ist auch cool. Nice. Tür entriegelt. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Oh! So, Panik. Erstmal escapen. Na, lauf! Okay, also man kann, finde ich, doch recht moderat ausweichen. Also wenn der Raum groß genug ist, geht's. Hier ist ja auch nochmal eine. Mal gucken, wie man jetzt an der vorbeikommt. Na, Schlampe. Entschuldigung, bitte meine Ausdrucksweise. Chat, merkt euch bitte diesen Satz. Man kann ja moderat ausweichen. Mal gucken, wann er das nicht mehr kann. Naja, na klar, wird hier eine Situation kommen, wo ich es nicht mehr kann. Das steht ja völlig außer Frage. Ich sag, dass man jetzt noch moderat ausweichen kann. Irgendwann wird er dann so richtig so, ich komm hier nicht weg und krieg hier noch aufs Maul. Ja, das, also da mach ich mir nicht vor. Das wird mega schnell passieren. So, die Krematorium. Ich pack mal kurz die Krematorium. Ob das unten ist? Ist Krematorium unten? Ach so, das kann sein, klar, ja, also ja, kann, muss, also, möglich. So, jetzt die Sachen kann ich noch mitnehmen, das ist aber schwierig, Alter. Ja, ich hab jetzt schon keine, Ja, die eine setzen wir doch gleich ein, oder? Die Wasserpumpenkarte da, die können wir doch direkt einsetzen, dann ist sie raus aus dem Inventar, dann hast du wieder einen Platz frei. Wir laufen da jetzt dran vorbei, oder nicht? Naja, die Idee wäre jetzt ja quasi, ach so, nee, warte mal. Was? Wasserpumpen, aber die habe ich doch noch nicht benutzt. Nee, aber die Wasserschlüsselkarte ist doch diese. Ach so, ja. Da, ja, wo wir die Elemente einfüllen. Stimmt. So. Oh, der war aber. Was? War jetzt nicht so gut. Naja, man muss ja auch mal die Grenzen austesten, wo man hier ihn kriegt. Weißt du, dass du die jetzt hier in das. So, Water. Das ist eher eine. Ja, das ist W wie Water. Ja, genau. Okay. Hast du schon mal einen Platz wieder frei? Wunderbar. Das Geheimnis der drei Muscheln. So. Und. Guck mal hier. Richtig, richtig pro-like. Und man muss ja sagen, du bist auch noch nicht gestorben. Also, ne? So, läuft. Nein. Normal mal ein Teufelchen in der Wand. Ey. Wir sprechen nicht drüber. Ansonsten passiert's. So, na, vielleicht also, hätte ich den Rolling wolltest du nicht mitnehmen? Nein. Warte mal, ist hier eine Box? Na, ja. Dann können wir jetzt dann wenigstens noch den Rolling mitnehmen. Arztschlüssel nehmen. Cool. Ja, aber dann werden wir hier auf jeden Fall auch das Krematorium finden. So, jetzt haben wir den Schlüssel-Rohling. Jetzt ist aber auch die Frage, was können wir denn? Also klar, wir können jetzt mit dem Rohling natürlich da was generieren. Aber wir wissen noch nicht was. Ja, das ist der Problem. Genau, also welche? Erdkarte, Luftkarte, die Furzkarte? Ich weiß es nicht. Ah, die Furzkarte wird es sein. Die fällt mir. Oh! Aber halt auch schon allein durch die Soundkulisse hat das so viel Silent Hill Vibes irgendwie. Was ist das denn? Die Videokassette. Das ist eine Videokassette? Das ist scheinbar die Videokassette. Oh, Alter. Oh! Oh Gott, wo kommen die denn? Na, noch einer! Oh, der war nicht. Das war nicht. Gut. Komm, nochmal zwei und. Hier aufgestanden. Okay. Tritt ihn! Nee, muss okay, brauchst nicht mehr. Oh, zum Glück gleich wieder Munition. Oh. Magnum. Kaiserliche Kampfmittelfabrik. Sehr schön. Meine
schöne Magnum. Sleeping Ward. Schloss ist defekt. Kann man nicht hin. Die Videokassette können wir noch nicht mitnehmen. Oh, oder? Mann, Alter. Videokassette ist leider kein Platz. So, ich hoffe, die stehen nicht nochmal auf alle. Ansonsten, oh nein, ey. Oh, warte mal, hier, können wir hier nicht den... Kann der nicht benutzt werden? Ich brauche einen Schraubenschlüssel mit dem... Ah, jetzt noch einen anderen Aufsatz finden. Ich kann es ja, ist auch mal... So weit. Das ist doch Käse, ey! Mann, okay, das ist doch, siehst du, hier ist die Schlüsselkarte drin. Ach so, stimmt. Jetzt, wenn wir jetzt erkennen würden, welche davon. Ob die Erdkarte oder Feuerkarte. Ja. Wobei, im Ventilationssystem ist es vielleicht wirklich die Luftkarte. Luftkarte war es naheliegend. Nein, geh weg davon. Ah, okay. Ach Gott, hier ist weil die Wasserkarte war ja auch unter Wasser, oder nicht? Also, wenn man ja. Jetzt so, war ja überflutet. So, oh, hier guck mal. Datum der Personalbeschwerde. 8420F. Vollständige Protektor. ID der beschwerenden Einheit. ARAR. S2308. Replika. Status. Personal. Abteilung. Krankenflüge. Vollständige Protektor. IDs der betroffenen Einheiten. ARA S2311. Replika. Zeit. Datum des Vorfalls. Ständig. Schön. Ort des Vorfalls. Krankenflügel. Beschreibung. 11 benutzt ständig meine Ratsche und verlangt den 10er Aufsatz. Ich habe eine Abmahnung dafür bekommen, dass ich die Lüftung im Untergeschoss noch nicht repariert habe. Aber ich kann ohne einen 10er Steckschlüsseleinsatz die Lüftungsabdeckung nicht entfernen. Sie macht das mit voller Absicht. Okay. So, also sie hat irgendwo den 10er Aufsatz. 10er Nuss! Also, das hast du jetzt gesagt. Was? Nichts. 10er Nuss? Ja. Wieso? Was ist da so schlimm? Ach, das. Echt jetzt? Ach, Mann, Benni, Alter. Das 10er Nuss ist ein gängiger Begriff. Ja, ja. Du weißt schon, dass die Dinger Stecknüsse heißen, oder? Da! Ah, la 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 la! Oh nein! Schloss ist defekt. Lass mich. Let me go! Die heißen was? Stecknüsse? Stecknüsse, ja. Okay. Na, also ich bin kein Handwerker, ich weiß es wirklich nicht. Auto nah, ich bitte dich irgendwie. Ja. Für mich ist es ein Drehmomentschlüssel. Das ist was anderes. Okay, siehste, guck mal, siehste schon, hört's bei mir auf. So, okay, pass auf, den Rohling packe ich mal ein. Den werden wir erst oben brauchen wahrscheinlich. So, hiervon habe ich keine andere Nuss. Okay. Ich weiß auch nicht, was Nuss, warum ist Nuss so schlimm? Für dich. Ich finde Nuss, alles gut. Nuss ist, ist ja nicht, ist, dass man jetzt hier Klöte oder sagt. Oder also. Also, eine Nuss, ich bitte dich. Da fällt mir, hast du eigentlich mal den, was war, Joke kann man es ja nicht nennen. Doch, eigentlich ist ein Witz irgendwie. Diesen Ice Age Witz gehört, irgendwie. Achso, ja. Mit beim dem, Blind ja. Date irgendwie. Ja, ist witzig. Ich mache es, wie es hit. Genau, nicht genau. Wie Scratch. Wie Scratch, genau.